Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir sind immer noch in der Elektrostatik unterwegs und haben uns Ladungen angeschaut. Die können wir auch erzeugen und wissen so ein bisschen, was da passiert. Wir wissen nämlich zum Beispiel auch, wenn man so eine Punktladung in den Raum wirft, dass diese Punktladung ein elektrisches Feld erzeugt. Und jetzt müssen wir noch mal so ein bisschen drüber sprechen, was wir denn eigentlich alles so über dieses elektrische Feld sagen können. Wir wissen, dass von so einer Ladung aus sich irgendwie Feldlinien in den Raum erstrecken. Das deute ich mal für diese Punktladung so ein bisschen so an. Die stehen hier in diesem Fall senkrecht auf der Oberfläche der Punktladung. Und was ist da ganz wichtig? Erstens ist ganz wichtig, dass diese Feldlinien sich nicht schneiden. Wir haben also keine Verzweigungen. Feldlinien schneiden sich nie, sollte man mal in die Verlegenheit kommen, in der Klausur eine zeichnen zu müssen. Zweitens ist es so, dass diese Feldlinien, ich kürze das mal FL ab, die starten bzw. enden immer auf Ladungen. Das heißt, die gehen irgendwo entweder bis ins Unendliche, das deuten diese Pfeilspitzen an, oder sie enden eben auf einer Ladung, aber sie fangen nicht irgendwo mittendrin an und bewegen sich dann zu irgendeinem anderen Ding irgendwo mittendrin. Das gibt es nicht. Und dann ist noch ein Aspekt ganz besonders wichtig, denn die Frage bei solchen elektrischen Feldern ist ja dann schließlich auch, wie stark sind die eigentlich? Und da gibt es folgendes Maß: die Flächendichte. Die Flächendichte an Linien. Das heißt, wenn ich mir jetzt angucke, ich mache hier mal so irgendeine Fläche, machen wir mal in Bund, so rund um diese Ladung, wobei das quasi ein Kreis wird, sodass der Abstand jedes Punktes auf dieser Linie zur Ladung gleich ist, dann kann ich mir jetzt ausrechnen, wie viele Linien sind eigentlich auf dieser Fläche. Und wenn man es vernünftig gemacht hätte, dann wäre das also ein Kreis, der auch wirklich die Ladung zum Mittelpunkt hat. Und wenn ich mir jetzt also die Flächendichte ausrechne, wie viele Feldlinien sind eigentlich pro Fläche in diesem Feld angeordnet, dann hat das was zu sagen. Das ist nämlich ein Maß für die Feldstärke. Je mehr Linien pro Fläche ich in einem Feld zeichne, umso stärker ist das Feld an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen ausrechnen, wie man also die Stärke von diesem Feld irgendwie hinbekommt. Und dafür erinnern wir uns zunächst an die Coulombkraft. Die Coulombkraft sagt uns ja, wie groß die Kraft ist, die zwei sich anziehende oder sich abstoßende Ladung aufgrund ihrer Ladung zueinander erfahren. Und deswegen machen wir hier so ein C in den Index, F Coulomb. Und wie war das nochmal? 1 durch 4 mal Pi Epsilon 0 als Konstante multipliziert mit zwei Ladungen, die diese Kräfte eben erfahren. Und das Ganze dividiert durch den quadratischen Abstand dieser beiden Ladungen. Jetzt brauchen wir noch zwei Indizes für diese beiden Ladungen. Das Q nennen wir mal das allgemeine Q. Das ist jetzt irgendwie hier diese Ladung, die da in diesem Feld rumschwebt. Und dann gibt es jetzt hier noch so eine Probeladung Q, die wir hier reinbringen, weil wir ja irgendwie eine Referenzladung brauchen, um überhaupt zu erfahren, wie prägt sich das Feld der Ladung aus, die uns interessiert. Das hatten wir schon. So, jetzt hatte ich vorhin gesagt, wir interessieren uns dafür, wie groß ist eigentlich die Stärke dieses Feldes, und dafür gibt es eine physikalische Größe und die heißt pragmatischerweise einfach Feldstärke. Die Formelbezeichnung für die Feldstärke ist in der Physik ein E, und es gibt einen Zusammenhang zwischen der Feldstärke, der Kraft und der Ladung, die in so einem Feld wirkt, und das ist folgendermaßen definiert. Die Feldstärke ist die elektrostatische Kraft, die die Probe erfährt, dividiert durch ihre Ladung. Und jetzt können wir einfach mal Folgendes tun. Wir nehmen den Ausdruck für die Coulombkraft, die ja in diesem Feld wirkt und die wir schon ausgerechnet haben, und setzen die einfach mal hier rein, und dann stellen wir fest, es passiert nichts anderes, als dass sich die Ladung dieser Probeladung rauskürzt, sodass wir also am Ende des Tages da folgenden Ausdruck stehen haben: 1 durch 4 mal Pi Epsilon 0 mal Q durch R Quadrat als Gleichung zur Berechnung der elektrischen Feldstärke so einer Punktladung. Das war ja tatsächlich noch
eine machbare Geschichte. Und was sagt uns das, wenn wir das mal formelmäßig interpretieren? Wir gucken uns mal an, wie groß ist die Feldstärke in Abhängigkeit zum Abstand der Punktladung, die das Feld verursacht. Und wenn wir das Ganze hier plotten, dann stellen wir fest, das hier ist ja eine Konstante. Das hier ist eigentlich auch eine Konstante. Nicht nur eigentlich, sondern es ist eine Konstante. Das heißt, eigentlich ist die Funktion irgendeine Konstante mal 1 durch r Quadrat. Und das gibt qualitativ gezeichnet so einen Verlauf, was also bedeutet, dass die Feldstärke mit dem Abstand zur Ladung abnimmt. Und das ist ja genau das, was wir hier grafisch über die Flächendichte der Feldlinien auch schon herausgefunden haben. Dabei ist es jetzt ja so, dass das eine Funktion ist, die sich asymptotisch e gleich 0 nähert, aber nie ganz 0 wird, für unendlich große Werte. Das heißt also, das Feld irgendwie im Unendlichen mathematisch betrachtet dann 0 wird, was wir uns ja auch vorstellen können. Dann schauen wir uns mal so ein bisschen an, was man denn jetzt eigentlich mit der Berechnung der Feldstärke und der Coulombkraft alles so anstellen kann. Und dafür schmeißen wir mal einen Kondensator an und erzeugen eine Ladung. Und diese Ladung sorgt jetzt dafür, dass hier, wenn wir eine positive Ladung an dieser Stelle einbringen, aufgrund der Bewegung des Feldes, die ja in einem Kondensator ungefähr homogen so aussieht, wir also Folgendes beobachten. Diese Ladung Q erfährt eine Kraft, die sie in Richtung der negativen Ladung des Kondensators bewegt. Und jetzt gehen wir mal von folgender Geschichte aus. Zum Zeitpunkt 0 ist also die Geschwindigkeit dieser positiven Ladung 0. Und wir wollen jetzt rauskriegen, wie groß ist eigentlich die Beschleunigung, die diese Ladung in diesem Feld jetzt erfährt. Und das kriegen wir raus, da bin ich optimistisch. Wir fangen mal mit Folgendem an. E ist gleich F durch Q. Das können wir umstellen zu F ist gleich Q mal E. Wichtig ist, wir machen das Ganze hier als skalare Betrachtung eindimensional. Man könnte das Ganze auch mehrdimensional vektoriell darstellen. Das ändert in der Aussage nichts, wirkt aber so ein bisschen unheimlich, deswegen lassen wir es sein. Dann haben wir mal irgendwann in der mechanischen Statik gelernt, dass die Kraft nichts anderes ist als Masse mal Beschleunigung. Auch diese Ladung ist ja massebehaftet. Das heißt, mechanisch ist die Kraft, die da wirkt in Richtung dieser negativen Ladung des Kondensators, nichts anderes als die Masse dieses Teilchens multipliziert mit der Beschleunigung, die wir suchen. Und das Ganze ist immer noch gleich Ladung mal Feldstärke. Das ist soweit ja eigentlich eine überschaubare Operation gewesen. Das heißt, die Beschleunigung, die jetzt hier auftritt, ist nichts anderes als das Produkt von Ladung mal Feldstärke dividiert durch die Masse. Je größer die Masse ist, desto geringer ist bei konstanten elektrischen Werten die Beschleunigung. Auch das kann man sich vorstellen. Und jetzt rechnen wir mal noch aus, was für eine Arbeit dabei eigentlich verrichtet wird. Wenn wir schon bei einer Kraft sind, geben wir also diesem Kondensatorabstand mal eine Variable. Und zwar ist das x. Und jetzt rechnen wir mal noch aus, welche Arbeit wird eigentlich verrichtet. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir hier kinetische Arbeit vorliegen haben. Wem jetzt so Begriffe wie Arbeit, kinetische Energie oder Kraft gar nicht sagen, dem kann ich in dem Fall unsere Playlist Technische Mechanik 3 ans Herz legen. Wenn man das mal eben in die Suchleiste eingibt, findet man da schnell eine vernünftige Erklärung. Deswegen setzen wir es hier voraus. Also wir haben eine kinetische Energie, die ergibt sich aus der Bewegung dieser Ladung, die wir da transportieren und beschleunigen. Und das ist ein Halb mal die Masse mal die Geschwindigkeit dieses Teilchens zum Quadrat. Jetzt wissen wir im nächsten Schritt, die Arbeit, die wir jetzt verrichten, wenn wir dieses Teilchen hier bewegen, ist ja nichts anderes als die Kraft, die da wirkt, multipliziert mit dem Weg, entlang dessen wir dieses Teilchen durch den Kondensator bewegen. Die Kraft, das hatten wir schon ein paar Mal, ist nichts anderes als Ladung mal Feldstärke mal Weg. Und dann sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Betrachtung. Denn wenn wir jetzt wissen wollen, was denn da jetzt eigentlich für eine Arbeit verrichtet wird, wenn wir das Teilchen aufgrund der Ladungsdifferenz im Kondensator beschleunigen, dann benutzen wir genau diese Gleichung hier. Und wenn uns dabei interessiert, wo diese Arbeit bleibt, dann können wir diese Gleichung benutzen, die uns dann nämlich sagt, wie groß die kinetische Energie ist, die aufgrund der Beschleunigung und des Geschwindigkeitsaufbaus sich dann in dieser Ladung befindet.
Und damit haben wir uns also schon so ein bisschen mal angefangen, damit zu beschäftigen, was jetzt passiert, wenn man Ladungen in Kondensatoren beschleunigt. Da gibt es noch einige Anwendungen mehr. Und was da für uns alles so interessant sein könnte, das schauen wir uns dann im nächsten Video an.